von oben schreien. Und so ein, zwei Augenblicke später hört ihr ein ziemlich lautes Blink und eine dieser goldenen Fäden, die sich über dieses Portal erstrecken, reißt. Mhm. Und dieser Schatten scheint immer weiter an Materie zu gewinnen. Okay. Attack-Abfolge wäre einmal Bodenstampf auf Narapir und zwei Angriffe gegen Benjamin. Bloß als vorgewarnt. Also, erster Attack gegen Narapir wäre eine 18. Trifft genau. Okay. Und er rammt den Boden für 13 Slashing Damage, als sich die Krallen unangenehm in deine Haut eindringen. Au. Ja. Geher Benjamin haben wir eine, auch eine 18. 18 trifft. Mhm. Gegen dich wären das 12 Bludgeoning Damage, als dieser Flügel trifft. Obligatorischer Stärke-Save, bitte. Okay, passt. 26. Und der Schnabel schießt auf dich zu mit einer 26. Runenschild, würfel bitte nochmal. Runenschild, okay. Das hat sich rentiert, denn daraus ist jetzt eine 14 geworden. 14 trifft nicht. Gut. Dann war das und Aldred ist dran. ja, ich mach das, was ich angekündigt habe, wenn ich denn weiß, wie. Hallo, kannst du mal? Ich möchte diesen Spruch casten. Okay, du würdest was casten wollen. Einen Moment. Oder? Ja, doch. Fuck it. Okay. Passt. Ich caste, weil die einzige Kreatur, die in Reichweite ist, bin ich. Auf okay. Mich selbst. Okay, du fliegst. Und ich nutze Fly, um dem roten Faden zu folgen. Da ich nicht genau weiß, wo es ist und da ich okay. Keine Aktion dadurch mehr habe, um dem zu folgen, kann ich dem... Ich denke, dem kann ich aber hinterherfliegen. Du kannst dem mit Bewegung hinterherfliegen, ja. Wie hoch ist deine Bewegung als Fliegender? Ist das doppelte? 60 Fuß. 60 Fuß. 60 Fuß. 60 Fuß sind... Ja, okay. 18 Meter. 18 Meter, okay. Also du hoverst gerade davor. Vor dieser leicht pulsierenden, rötlichen Rune. Ja, mehr kann ich nicht machen, weil Fly ist schon eine Aktion und ja. Mhm. Ich kann als Bonusaktion, kann ich es nicht rausnehmen, gehe ich mal von aus. Dann wäre es das ja erstmal. Mhm. Okay. Also ich kann das mit der Bonusaktion, aber ich gehe da. Ja, Frau Lin, ne? Ich schau bloß. Also mal kurz. Okay. Dann. Narapir. Du bist noch in den Klauen des Schattens. Mhm. Ich mach's mal so. Ich nutze meine Bonus-Action und caste Hex auf ihn mit Strength als Attribut. Ja. Und dann mache ich mit Disadvantage 2 Eldritch Blasts. Okay. Mehr so Range Attack, deswegen Disadvantage. Dann wäre das erste eine 20. Trifft. Plus ein, jetzt muss ich mal kurz gucken, nochmal, was war Hex? Das war ein. Ein D6 und nicht D8, gut. Dann wären das 7 Force und ein Necrotic Damage.
Und dann kommt noch ein zweiter Angriff. Das ist eine 9. Die trifft wahrscheinlich nicht. Nee, also der erste ist ein guter Treffer. Der zweite... Genau. Das war dann mein Zug. Ein nervtötender Sterblicher. Und Stomp. 28? Ja, trifft. Ich nutze meine Reaktion, um den Schaden wieder um 1d8 zu reduzieren. Dann reduziere bitte. Wie viele legendäre Aktionen hat das Ding? Das 2. Ding kriegt jede Runde wieder die Anzahl, die es hat. Genau, die kommen halt jede Runde zurück. Okay. Du bekommst 6 Slashing Damage. Gut, ich muss nur noch einmal kurz hier draufklicken, dass sich die Bardic Inspiration verbraucht. 6 Schaden kriege ich. Mhm. Gut. Sagen wir so, es geht ja gerade auf nach P-Tank, ne? Gut. Jo, Benjamin, hau hin. Sein Procedure ist Last Round. Ich versuche ihn zunächst zu greifen. Okay. Diesmal macht er das mit Disadvantage. Der Schatten. Wegen Hex. Ja. Ich hätte ein 18 im Angebot. Okay, das sind, jetzt mal kurz rechnen. Das ist eine. Ah, ist eine 17. Aha, da habe ich ihn gegriffen. Jo. Und dann hau ich einmal nach ihm. Okay, dann hau mal. Disadvantage for the win. Mhm. Ich kenn nur einen Wrestling-Move. RKO! Benjamin, halt mal über! 15 trifft nicht. 15 trifft nicht? Nee. Du erwartest eigentlich, dass dieser Schatten wieder ein bisschen auseinander geht, aber du haust auf den drauf und triffst irgendwie eine Stelle fest. Fest wie Stein. Als ob du gegen eine Steinwand gehauen hättest. Verliert er durchs Packen nicht irgendwie Rüstung? Nee. Weiter, Bonusaktion, Second Wind. Mhm. Okay. Nett. Das beendet meinen Zug und ich muss einmal kurz weg. Mhm, okay. Aranis. Ich kann im Moment ja nicht wirklich was Sinnvolles machen. Von daher spare ich mir die Pfeile. Weglaufen bringt im Moment auch nichts und beende den Zug. Na, du machst gar nichts. Nö. Also ist ja nichts, was okay. Ich machen könnte. Na, kein Problem. Du kannst Zauber nutzen, du kannst. Ja. Das Mögliche. Du kannst eigentlich sehr viele Sachen machen. Also, einen Zug, den man beendet, den gibt's eigentlich nicht. Ja, in Zaubern hab ich halt Hunter's Mark, Fog Cloud, Silence und Find Traps. Das bringt mir alles nichts im Moment. Sag mal so, du kannst ja andere Sachen machen, als auf das Ding schießen. Ja, genau, aber. Du kannst ein bisschen kreativ sein. Genau, ich könnte halt notfalls noch hochklettern, aber ich meine, da ja. Aranis noch schon oben ist. Obwohl, ja Gott, ich versuche mal auf den Baum auch noch hochzuklettern. Vielleicht findet sich da oben noch was. Okay, dann gib mir mal einen Athletics-Check für dieses Bäumchen. So wie der DM schon gemacht hat, bin ich eh der Meinung, dass ich werde es nicht schaffen. Schauen wir mal. Mhm. Ja, also du kannst jetzt mit halbem Movement Speed da hochkraxeln. Gut, das heißt ja, 15 Fuß hätten wir dann. Bedenke, du bist halt auch noch ein bisschen vom Baum weg gewesen, ne? Genau. Ja gut, okay, das dürfen also dann, ne? Dann sagen wir 10 Fuß. Naja. Kann ich irgendwas großartig erkennen? Also du siehst halt auch, wie dieser rote Faden da umläuft, aber... Und du siehst Eldred. Mhm. Nee. Siehst du Eldred? Du siehst einen Fuß von Eldred. Gut. Wie er so auf der Seite vom Baum hervorlugt. Und du siehst Alberich oben auf dem Ast draufstehen. Dann weiß ich ungefähr, wie viel Fuß er jetzt weg ist. Ja, der ist ungefähr, wenn du jetzt diagonal hochschaust zu Eldred. Ja. Nächste Runde, wenn du sprintest, kommst du hin.
Mhm, gut. Mein Fuß oder sein Fuß? Mal gucken. Gut. Jo, okay. Dann, Albrecht, dann du stehst auf dem Holzscheitel. Dann gib mir mal bitte einen Acrobatics-Check zum Balancieren. Oh, großartig. Aber so, da der Ast ja relativ breit ist, sollte es eigentlich kein Problem sein. Haha, sag das nicht. Okay, Akrobatik ist jetzt nicht unbedingt mein großes Beckenpferd. Gucken wir mal. Okay, also du stehst. Du glaube, hättest eigentlich ein Waldelf werden sollen. Du stehst felsenfest auf diesem Ast. Okay, dann du, weißt was? Du mit der 20, du fühlst dich so sicher, dass du ohne Check jetzt dich zumindest schon mal 10 Fuß bewegen könntest zum Ziel hin, ohne irgendeinen Check. Wie weit kann ich das Ziel denn sehen und wie weit bin ich noch entfernt? Du kannst das sehen, du bräuchtest wirklich eine volle Runde. Das über war nicht meine Frage, ich will wissen, wie weit ich entfernt bin. Ach so, wie weit? Also wenn du auf Mr. Step anspielst, in Reichweite von Mr. Step. 30 Fuß ungefähr. Weniger als 30 Fuß. Ich spiele tatsächlich auch was anderes an, ich zaubere Mage Hand. Und versuche diese Rune mit der Mage Hand da rauszuziehen. Okay. Also du castest Mage Hand. Dann beschreib mal. Also, Edward steht ja gerade davor neben dieser Rune und plötzlich materialisiert sich neben sich in so einer Hand. Die halt so ein bisschen wie so eine dicke, durchtrainierte Zwergenhand aussieht und packt diese Rune und zieht die raus. Ich würde bloß anmerken, die ist eingeritzt in die Rinde. Also rausziehen. Sie ist zwar, aber rauskommen von selber das nicht. Also die ist eingeritzt in die Rinde? Ja. Ja, ja. What? Ja. Das bedeutet, wir müssen die ganze Rinde entfernen, damit wir das kriegen. Oder halt irgendwie raushebeln, ja. Okay, ich dachte, das waren mehr so Steintafeln, die irgendwie da befestigt sind. Ich hatte auch irgendwie so Tafeln, die so eingelassen sind. Das hatte ich, ja, das war nämlich die ganze Zeit, was in den Kopf hatte. Okay. Ja, blöd gelaufen. Ja gut, dann bin ich genauso falsche Informationen. Aber schauen wir so, das ist ja bloß Magehand gewesen. Du konntest ja nur bewegen und alles. Ja, es hat halt meine Action gekostet. Das ist das Problem dabei. Ja, gut. Aber wie gesagt, bewegen konntest du ja noch. Ich sag mal so, wenn ich von Anfang an gewusst hätte, dass ich da, wie es richtig ist und nicht, wie es falsch ist, hätte ich natürlich das nicht gemacht. Aber, naja, was ist halt so, ne? So, jetzt habe ich noch ein Bonus-Action. Ja, ich nutze diese 10 Fuß, die ich bewegen kann. Aber das ist zumindest mal komplett ohne Check frei. Freie Bewegung. Wenn du nur weiter willst, also entweder machst restliches Movement durch 2, dann gehst du sicher hoch, oder wenn du volles Movement gehen willst, dann brauchst du den Check. Der wäre dann Athletik wahrscheinlich, oder? Höchstwahrscheinlich, ja. Dann machen wir das einfach mal so. Okay, dann hau raus. Volles Movement mit dem Athletik-Check. Sollen wir so, wenn du sehr gut würfelst, kannst du den noch weiter bewegen als der Immobilisier. Okay, du kannst ihn mit normaler, voller Geschwindigkeit bewegen. Ja, gut. Dann, ich sag jetzt einfach mal, ich sag dann hier hin, wenn hier in der ganzen Mitte das Ziel ist. Mhm. Also du bist nächste Runde definitiv an Eldred dran, egal was kommt. Mhm. Also ihr seht gerade den zwergischen Tarzan über den Baum drüber kraxeln. Ah! Meine ist so laut, ich versuche mich zu konzentrieren. Okay. Ja, schade, da bin ich bei einem einem richtigen Irrtum aufgesessen. Okay. Kleine Frage: Grapple Escape ist komplette Action benutzen, oder? Korrekt, ja. Ich glaube schon. Du musst die Escape-Action machen. Das ist dann entweder ein Athletik- oder Akrobatik-Check gegen... Nein, es geht darum, dass die komplette Action dadurch aufgebraucht wird. Ja. Gut, ja, danke. Die Escape-Action kostet eine komplette Action. Okay, das war alles, was ich hören wollte. Ihr seht, wie weitere dieser dünnen, goldenen Fäden anfangen, pling, pling, aufzureißen und immer mehr von dieser schwarzen Wolke aus diesem Baum rausquollen. Dieses Vieh vor euch hat sich mittlerweile so sehr manifestiert, dass ihr ausmachen könnt, dass es sich dabei
um eine überdimensionierte, ziemlich böse aussehende Eule handelt, die euch mit eiskalten, gelben Augen voller Hass anstarrt. Eule auf und Olas. Jetzt erstmal versucht, sich aus diesem Grapple zu befreien. Wer war das jetzt nochmal? Das war, glaube ich, war das gegen ein DC oder? Weil ich habe gleich auf gegen eine Athletikprobe von mir. Okay. Das wäre eine 22. Und es ist. Meine Würfel noch? Du machst einen Stärke- oder Geschicklichkeitscheck? Sowohl als auch, kann man nehmen. Ja, aber welche machst du? Du musst dich ja für einen entscheiden. Achso, Geschicklichkeit. Okay. Meins wäre tatsächlich auch eine 22. Gewinnt dann der Spieler dann oder. Bei Gleichstand ändert sich nichts. Aber gleich okay. Bleibt der bestehende, die stehende Situation erhalten. Okay, also dann schaut es praktisch so aus, er ist gegrappelt von Benjamin und er grappelt Narapir. Sehr interessant. Okay, dann war das. Okay, dann ist der tatsächlich schon fertig. Aldred. Da ich jetzt ja weiß, dass die Rune irgendwie da in die Rinde eingeritzt ist, nehme ich ein Messer und versuche, die rauszuschneiden. Okay. Dann also, mir fällt jetzt, ich habe spontan nichts, was ich irgendwie nehmen könnte, um die zu entfernen. Und wenn ich es richtig verstehe, wenn die in der Rinde drin eingeritzt ist, dann kann ich ja nur die Rinde entfernen, um die Rune zu entfernen. Das ist richtig. Dann erstmal Attack Roll brauchst du nicht, weil wäre Blödsinn. Aber ein Damage erstmal rollen von den Messer bitte mal durch. Ich hab den, glaube ich, gar nicht als Waffe, aber das ist eh. Oh, ich hab keine. Ah, hier, ich hab jetzt auch mal keine Rolls auf dem Chart. Mal sehen, ob das funktioniert. Nope. Ein D4? Hat Geschicklichkeitsbonus sein muss? Ich dachte, dann noch dann plus kommt zwei. Da plus zwei drauf, okay. Ja. Gut, ich hab gedacht, da kommt Stärke drauf, deswegen. Nee, du kannst dir tatsächlich beim Dolch kannst du entscheiden, ob Stärke oder Geschicklichkeit drauf soll, weil das ist. Finesse, ja. Genau. Also ja, du, ich hab das. Ja, komm. Also du beginnst auf die Rinde um diese Rune. Kauf. Ja, mehr kann ich nicht immer. Ich habe nur eine Aktion und ich habe nur einen Decker, also kann ich nicht machen. Ich fliege, okay. Ich muss mich nicht darum konzentrieren, dass ich hier in der Luft bleibe. Mhm. Solange dieses Viech keine Flak ausspuckt, ist alles gut. Ja, dann dann Narapir. Ihr seid jetzt gerade in so einem Grapple-Standoff. Ja. Mexikanisches Grapple-Off. Genau. Kannst du das Bijami noch grappeln? Ja, genau. Moment, wenn du deine weiße Schlumpfmütze jetzt runterziehst, dann wirst du zum Wrestler, oder? Gut, dann nutze ich die Help-Action. Dass Benjamin auf seinem nächsten Zug Advantage kriegt, indem ich die. Krieg ich sowieso, weil ich ihn gegriffen habe. Also kriegst du so. Ah, scheiße. Okay, dann hat sich das sowieso erledigt. Lutsch ihm doch die Finger. Dann probieren wir das nochmal mit einer. Dann machen wir das nicht so. Gut, wir probieren das nochmal mit zwei Eldritch Blasts. Mit okay. Disadvantage. Eine 10 wäre der erste. Der geht voll daneben. Und der zweite wäre eine 18. Prallt an der Haut dieses Viechs ab. Boah. Gut. Dann nutze ich noch einmal meine Bonus-Action, um Healing Word auf mich zu casten. Okay. Kann ich das machen, indem ich die Eule beleidige?
Du kannst es gern probieren oder machen. Nee, ich hab was besser. Was sitzt im Wald und schreit, aha, eine Eule mit Sprachfehler. Ich nutze übrigens den Level 3 Spell dafür. Schön. Yeah. Oh. Alter, ich hab schon wieder 2-1 gewürfelt. Den lustigen Witz würde die Eule mit einem Attack begrüßen. Ja, das wäre dann eine geschmeidige 24. Trifft. Okay. Aber ich nutze noch meine Reaktion dafür. Ich muss nur vorher was gucken. Okay. Ja, ich würde mal sagen, wir reduzieren diesmal den Damage nicht. Dafür kriegt die Eule einen Hellish Rebuke ab. Okay. Dann kommt erst der Damage. Ja. Dann wären das einmal 17 Slashing Damage. Uff. Ja, das Teil hat sich jetzt schon mittlerweile ziemlich materialisiert. Dann kriege ich davon einen Dex-Save, bitte. Oder? Hellish Rebuke, Dex-Save, ja. Dex-Save, ja, Dex-Save. Dann mal beschauen, was hat denn das für ein Dex-Save? Hier kann ja nichts sagen. Wait, was nicht so? Hätte das Spiel das 5 Minuten vorher versucht, da rauszukommen, hättest du zumindest keine Probleme, dass wir auf das Ding draufhauen und wäre eigentlich schon längst raus. 13. Das trifft nicht. Oder das ist nicht genug. Das ist nicht genug, meinte ich. Das ist nicht genug. Dann sind das jetzt stolze 11 Feuerschaden, die das Ding kriegt. Okay. Also die Flammen züngeln so ein bisschen über den drüber. Ja. Hat ihn leicht gekitzelt, vielleicht. Und das war dann mein Zug. Okay. Dann, Benjamin. Zu Beginn meines Zugs nimmt er einen Punkt Platin-Schaden automatisch, weil ich ihn gegriffen habe. Okay. Und dann sage ich, alles klar, Wanchiton, zurück in deine Bibliothek und hau ihn einmal. Okay. Eine 17 wird wahrscheinlich nicht treffen. Nope. Prallt wieder, nochmal. Prallt wieder an der harten Haut ab. Ach, das ist ja jetzt direkt dort. Das habe ich aber falsch geklickt. Moment. Das wäre eigentlich eine 13 plus 8, 21. Die trifft. Ich habe Rechtsklick gedrückt, STG gedrückt gehabt, deswegen hat er automatisch mit. Ja, ich habe auch gerade gewundert, du hast so eine 13 gewürfelt. Wieso ist das Ergebnis 13? Ich habe mich gerade auch gefragt, aber ich habe das irgendwann mal so hingenommen. So, das wären dann 9. Hat schon nichts Schaden. Und wir hauen einfach nochmal die Feuerrunde hinterher. Für 8 Feuerschaden, auch wenn er wahrscheinlich nichts bringt. Und ich bräuchte mal einen Stärke-Rettungswurf von ihm. Okay. Mehr mal eher schon. Ja. Aha. 20. Ist geschafft. Heißt halber Damage? Wenn er nicht Schaden nimmt, er voll, aber er ist jetzt nicht restrained. Achso. Also, Schaden nimmt er unabhängig vom Rettungswurf. Ob er ihn voll nimmt, ist eine andere Frage. Okay. Aber, da ich ihn gegriffen habe, bewege ich jetzt mich jetzt mit ihm 50 Fuß weiter nach hinten. Okay. Und das beendet mein Zug. Okay, alles klar. Arnis. Ich sehe das. Da kann ich nichts dagegen würfeln, gegen Force Movement, oder? Nö. Vor allem, du kommst damit.
Ja, deswegen, weil es ja ein Forced Movement ist, weil er hat mich ja gegriffen. Da kannst du leider ja gar nichts dagegen machen, soweit ich weiß. Sehe ich, dass das Ältere da an der Rune am Rumschaffen ist? Meiner aktuellen Position? Du siehst einen Fuß, also du... So, gut, okay. Ey, ich zappe so hin und her, während ich so wirklich so kopfüber teilweise fliege, um wirklich so im Kreis das auszuschneiden. Ja, das wären ja aber auch... Ich benutze mich selbst als Zirkel. Ja, das wäre halbes Movement. Dann würde ich da mal hin krabbeln. Mhm. Mir das erstmal anschauen. Okay. Bin gleich wieder. Also du kommst so weit, dass du wahrscheinlich nächste Runde dran wärst. Bei ihm. Ja. Also du kannst langsam schon ein bisschen ausmachen, was da passiert. Kann ich noch auf das Vieh schießen jetzt? Du hast eigentlich keine Hand frei, weil ja, du hängst im Baum. Sag mal so, du kannst es probieren, aber ja, du kannst es probieren. Muss mal bloß beschreiben, was du magst. Nee, ich glaube, dann würde ich eher einen als noch mein Kurzschwert ziehen, um dann halt in der nächsten Runde damit helfen, rumzufrickeln. Okay. Ich glaube, das bringt dann jetzt gerade etwas mehr. Okay, alles klar. Gut. Jo, Alberich. Du siehst Eldritch an dieser Rune rumfriemeln. Okay. Ich schließe auch zu ihm. Jo, stehst neben ihm. Du bist gerade auf einem relativ dicken Ast drauf. Brauchst da dann keine Saves oder sonst irgendwas mehr würfeln. Stehst fest mit beiden Beinen auf diesem relativ breiten Stamm und vor dir diese rot pulsierende Rune. Die ist fast wie so ein Herz pulsiert. Ich nehme einen Dolch. Jo. Stecke den oben in den Schlitz rein. Edward hat ja schon angefangen rumzuschlitzen. Schneiden, ne? Der kratzt gerade rum, ja. Geh mal kurz zur Seite. Steck. Oder ich nehme dieses zerbrochene Kurzschwert, was wir irgendwann mal gefunden haben. Was ein bisschen längerer Dolch ist. Steck das, setzt das oben an wie so ein Meißel. Kennt ihr so ein Meißel oder Stechbeite? Mhm. Vom Tischlerhandwerk. Setz das oben an und ja, nehm da meinen Kriegshammer quasi als besseren Hammer und hau da einmal feste drauf. Okay, dann erstmal ein Damage-Würfel mit 2d4. Plus Stärke oder Geschicklichkeit, was lustig ist. Dann wäre das plus Stärke. Das ist ja technisch. Na, wobei, ist es ein Werkzeug oder eine Waffe? Also, so wie es ist aktuell benutzt, wäre es ein Werkzeug. Dann ist ja mein Kriegshammer die einzige Waffe, die ich in der Hand halte. Dueling Fighting Style. Du hast gerade gesagt, das ist ein Damage-Roll. Ah, geht der magische Bonus? Ah, ne. Naja, never mind. Okay, gucken wir mal. Wow. Mhm, okay. Ja, was heißt wow? Die sind ja so schlecht. Ja, wobei, 2-1 ist doch ein bisschen scheiße. Ja, das ist wow. Also du hackst auf dem Ding drauf rum. Also du kannst schon einiges von dieser Rune freiklopfen. Aber reicht leider nicht ganz. Behalte im Kopf, du hast mit 2-1 und mehr Schaden gemacht, als ich maximal machen kann. Ja gut, das ist ja schwierig, wirklich schwer, ne? Okay. Meine Bohnen kann ich nutzen, ist aber auch nicht schlimm. Ich hätte jetzt gern mein Zauberbuch. Okay, also als Alberich seinen Zug beendet, würde die Kreatur immer noch nach Benjamin schlagen wollen. 27. Trifft. Mhm. Das wäre 19 Bludgeoning Damage und bitte einmal eine Stärke. Safe. Wird wahrscheinlich nichts bringen, aber Ordnung muss sein. Passt, kein Problem. Okay, dann ist das Viech dran. Ihr seht, wie immer mehr von diesen goldenen
Fäden an diesem Eingangsportal oder an diesem Portal reißen und wie dieses pulsierende rote Netzwerk sich immer weiter ausdehnt und dieses Viech immer mehr an Form gewinnt. Es hat eigentlich auch kein Interesse drauf, weil es merkt hat, okay, sie kommt aus dem eisenharten Griff von Benjamin gerade nicht raus. Das geht gerade voll Attack. Ein Attack mit dem Krallen nach Narapir und die anderen zwei wieder auf Benjamin. Hat der nicht Disadvantage, solange er grappled ist? Nee, tatsächlich nicht. Okay. Außer es wäre Disadvantage durch eine Fähigkeit von Benjamin, wo ich nicht weiß. Ich glaube nicht. Gut. Okay. Gegen Narapir. Da haben wir einmal eine 18. Das trifft. Okay, dann haben wir hier einmal. Uff. Was haben die jetzt nochmal genau? Oh. Ja. Willst du irgendwas machen? Ich habe keine Reaktion mehr. Okay, dann haben das 17 Slashing Damage. Autsch. Jo. Und ich muss jetzt einmal kurz einen Concentration-Check würfeln. Du hättest eigentlich zwei Concentration-Checks schon würfeln, wenn die Hexgabe, weil du schon mal eine kassiert hast. Egal. Hab ich vergessen. Das 12 reicht nicht, glaube ich, oder? Na. Ich muss gerade überlegen. 10 oder halber Damage. Na, das passt. Ja, das passt gut. Ja. Passt. Okay, Benjamin, gegen dich haben wir einmal eine ganz mächtige. Au. 26? Trifft. Als dich der Schnabel packt. Oder der Schnabel erwischt. Das war schlecht gewürfelt. Haben 14 Piercing Damage. Und der letzte Attack wäre ein Natural One. Die haut daneben. Okay. Next. Eldred. Same procedure as every year. Okay. Dann mach mal. Okay. Du kratzt mehr von dieser Rune frei. Ja, während er mit seiner Meißeltechnik von links kommt, versuche ich es noch von rechts weiter frei zu machen, dass wir das irgendwann mal rauskriegen. Weil es scheint ja, einzeln haben wir es ja nicht frei bekommen. Aber es hilft definitiv. Du kannst schon ein bisschen, es ist schon ein bisschen locker. Ja. Okay. Ich habe keinerlei Spells, die ich als Bonus-Action casten kann. Die sind machen. Das ist traurig. Langer so, Bier. Genau. Ich möchte jetzt einmal von diesem Grapple-Ding freikommen. Das ist jetzt ein Athletics oder Acrobatics, richtig? Genau. Ich nehme Acrobatics. Dann bitte. Halt, warte mal, da ist ein DC dagegen. Da war ich gar nicht würfeln. das scheint nicht der Fall sein. Ich hab leider verkackt, eine 11. Ich kann nicht nur zufällig meine Bonus-Action benutzen, um mir vorher noch Bark Inspiration zu geben. Hättest vorher sagen müssen. Das habe ich leider vergessen. Macht nichts. Hast du noch eine Zeit vielleicht? Ja, das ist leider nicht so gut. Das war jetzt leider meine Action. Das ist nicht ganz so gut. Bonus-Action. Same procedure as last mal, Healing Word. Komm schon, würfel mal gut wenigstens. Alter, schon wieder eine 1. Wow. Und was ich ganz vergessen habe, ihr könnt die Umrisse dieser Schattenkreatur mittlerweile sehr gut ausmachen. Also die. Ist also kurz so schwierig, wie es ist, die Rune zu entfernen, geht das aber schnell bei dem Vieh. Tja. Da kommt dann jetzt die standardmäßige DM-Antwort, der ist ein bisschen cooler als... Ja, aber der hätte 5 Minuten, bevor wir kommen, anfangen können, dann wäre schon dreimal raus. Hätte er. Ja. Das war mein Zug. Hat er aber auch nicht aus Gründen.
Okay, er ist 5 Minuten vor euch raus, hat alle umgebracht. Yay, gut, passt. Session beendet. So, Benjamin bewegt sich erstmal mit eben wieder weiter näher an den Baum ran. Okay. Dann probiere ich jetzt mal etwas. Ich nutze eine Aktion und versuche ihn zu pinnen. Das ist Sache vom Grappler Fleet. Und es ist jetzt erstmal nochmal eine neue Grappling-Probe gegen ihn. Okay. Geht eine 26 anzubieten? Ich habe 29 im Angebot. Denk dran, du machst noch immer noch mit Disadvantage. Also muss ich das mit Stärke machen oder kann ich das auch mit Dexterity machen? Das weiß ich nicht. Moment. Ich meine, du kannst das mit beidem machen. Du musst Grappling. Das heißt, ein weiterer Grappling-Check, also wird es wahrscheinlich wieder beides sein. Ja, okay. Dann ist das mit Dexterity gemacht, weil Stärke. Ja. Also gehe 29. Dann ist das ja. Gut, dann passiert da einfach nichts. Er nimmt trotzdem mal einen Würfel Schaden. Mhm. Schade, setzt sich Narapier so ein schwarz-weiß gestreiftes Hemd anziehen können, dann nebendran so 1, 2, 3. Ja, aber Narapier ist doch der von ihm gepackt wird, so in der einen Hand, so der kann ihm auf die Hand klopfen. Ja, und das beendet dann meinen Zug. Okay, dann wird das Viech als Legendary Action mal nochmal einen Narapier mit seinem Schnabel picken. 25? Trifft, ich mache jetzt wieder Reaktion nutzen, um Schaden zu reduzieren. Dann tu das. Na, nicht schlecht. Wird um 4 reduziert. Okay, dann kriegst du jetzt... Hopp! Meine Damen und Herren, es ist 7.15 Uhr abends. Genau. Klassik. 7.17 Uhr. Zeuger hat es mal wieder gestreckt. Dann haben die es 15 Piercing Damage. Weil ich wieder scheiße gewürfelt habe. Ja, willkommen zurück, ne? Wie viel Schaden krieg ich? 15. 15, trotz der 4er Reduktion. Uff. Ja, ich habe scheiße gewürfelt. Scheiße gewürfelt mit 15. Für uns scheiße. Ja. Wie multipliziert mit jeder Runde seinen Angriff mal 4 oder so? Okay, Aranis. Ich versuche mit dem Kurzschwert da noch ein bisschen an der Rune rumzupulen. Du bist nicht dran, gell? Also du bist nicht an der Rune dran. Ach so. Ja gut, dann geh ich. Du kommst mit Bewegung hin, aber ja. Gut, dann gehe ich halt ran. Okay, dann würfel mal Damage. Also ich sag's jetzt mal so, ich habe jetzt einen bestimmten Damage-Wert, wenn du es schaffst, dann hast du es heraus. Okay, easy. Du haust dieses Kurzschwert, beschreib's halt einfach selber. Ja genau, ich sehe, dass die da oben schon so ein bisschen, was abgetragen haben. Gerade das mit den Meißeln hat ja auch ein bisschen was gebracht und dann ramme ich einfach das Kurzschwert von unten rein und breche halt das letzte Stück raus. Okay. Oder breche halt die Rune jetzt komplett raus. Okay. Und diese pulsierende Rune splittert aus diesem Baum raus, der glühende rote Faden zu der Öffnung dieses Portals hin, brennt wie eine Lunte aus. Und unten dieses Netzwerk verbindet sie wieder ineinander. Und wie in so einem überdimensionierten Staubsauger wird diese Schatteneule wieder langsam, aber sicher in diesen Baum zurückgezogen. Wehrt sich mit Händen und Füßen dagegen, krallt sich in den Boden hinein. Sagt zum Abschied, winke, winke. Benjamin tritt nochmal so auf den Finger nach. Geh, okay. Hin, weg, weg. Alberich so von oben vom Baum aus. Schuhu, schuhu, winke, winke, sagst du. Ja, Narapier ist nur in den Krallen des Viechs. Wir brauchen aber einen neuen Narapier. Aber als er auf diese goldene Barriere trifft, wird er so wie eine Fliege von einer Glaswand abgestoßen und
er klatscht einfach so dagegen. Und diese glühenden gelben Augen sind wieder hinter diesem goldenen Gitter. Ich mach nochmal meine Illusion, mach nochmal den Vorhang, der zugeht. Okay. Ein Satz mit merkt euch diesen Tag, Sterbliche. Ich komme irgendwann hier raus. Kann ich ihn währenddessen, während er spricht, kann ich während er spricht, die ganze machen? Mittendrin kommt. Immer in seinem Satz immer wieder unterbrechen. So. Er lässt sich dadurch aber nicht beeinflussen. Diese Stimme, die dröhnt mehr in euren Köpfen. Also dann, wenn sie so mehr in euren Köpfen geht, dann geistert mal ein Satz über Albrecht an. Du kannst es ja versuchen. Gefangene Eule sagt was? Ja. Okay. Sagen wir so. Ich sag jetzt mal ein bisschen Metagaming. Ich hab diesem Ding ein bisschen weniger als ein Viertel von seine HP-Damage macht. Mhm. Jo. Ja, gut. Jo. Gut, wenn es wieder raus ist, sind wir Level 15, haben tatsächlich unsere Ausrüstung, dann ist das, wird das Geroffelspam. Ja. Abwarten. Abwarten. Ich meine, und ich sag mal so, bis dahin haben wir dann auch den Gargantuan Benjamin. Benjamin. Ja, vor allem, wenn wir normale Ausrüstung wieder haben, das wird, die wir vorher hatten, das, ja, ihr wisst schon, dass das Ding nicht full power war, aber gut. Ja, wir haben auch nur mit 2,5 Leuten darauf geschlagen. Ich meine, gerade Benjamin, unser Narapier, und dann hat Alberich hat ja eine Runde nur auf ihn draufgeschlagen und wir haben ihm insgesamt ein Viertel Life abzogen. Überleg mal, wenn der Magier, der Bogen. Keine Resistenzen, beziehungsweise das, was normalerweise Immunities wären, zu Resistenzen worden sind und Resistenzen zu normalen Damage, dann ja. Ja, wie gesagt, das ist ich finde es jetzt gar nicht mal so schlecht, weil so... Hätte ich mein Zauberbuch, hätte ich die Waffe von unserem Bogenschützen magisch gemacht, aber ich hab das nicht. Das ist richtig. Okay, vor euch oder neben euch in diesem gesperrten Boden liegt diese rot gefärbte, mittlerweile nicht mehr rot leuchtende Rune, es schaut einfach aus wie eine normale Rune in Holz geschnitzt. Gut, ich würde mal sagen, wir gehen mal so ein bisschen weg von diesem Bäumchen, legen uns aufs Ohr und gehen dann morgen wieder zu den Hexen. Genau, nehmen dieses Rünchen mit. Genau. Ja, das sollte man auf jeden Fall. Also, ihr könnt gerne Long Rest machen, das müsste von der Zeit her genau passen. Das machen wir definitiv vorher. Ja, wir hatten das, glaube ich, beim letzten Mal gesagt, dass wir uns so beeilen, dass wir gegen Abend ankommen, dass wir auf einem halben Rückweg unsere Nachttour machen und am nächsten Morgen wieder bei den Hexen sind. Ja. Ja, das war so der Plan. Dann könntest du es gerne machen. Dann machen wir das jetzt auch so. Also. Okay. Gehen zurück, kommt auch wieder mit Haldim und Valer und dem bewusstlosen Klee. Marschieren dann mit denen zurück, bis wir irgendwann Nachttour machen müssen. Mhm. Jo, okay. Ich tue halt für die Nachtruhe tue ich wieder als Ritual Leben und Tiny Head machen. Okay. Hat. Nicht Head. Head. Okay, also ihr geht auf demselben Weg zurück, wo ihr gekommen seid. Benjamin weiß ja den Weg perfekt. Benjamin dreht sich zum Baum und läuft dann rückwärts vom Baum weg, den Weg, der ihm jetzt gezeigt wurde. Okay. Durch die Long Rest müsste jetzt auch Eldred, glaube ich, endlich mal sein Level abbekommen. Ja, und dann also, habe ich... A Long Rest hoppt's auch noch nicht. Keine Long Rest, der hat gut dann. Okay, also auf den. Ja, aber ihr seid noch nicht so weit, ne? Also ihr geht's auf den Weg wieder zurück und ihr hört, kurz bevor ihr so eure Long Rest im Sinn habt, so ein leichtes Rascheln im Unterholz. Die Hexen sind uns gefolgt. Oder ist ein Hase. Wie kann ich von dem Rascheln auf die Größe des Größeres? Was Größeres? Du, ich würde dann mal direkt mich verstecken. Okay, dann mach einen Sneak-Check. Mir geht's nicht so gut. Ich mache jetzt passiv. Irgendwelche Modifier, weil ich klein bin, weil wir im Wald sind, weil es dunkel ist. Und ich sag mal so, Blau und Nacht ist ja schon so ein bisschen Tarnung. Würfel erst einmal. Okay.
Das war ein scheiß Level auf. Also du versteckst das gerade unter dem Pult. Okay. Was möchte Respawn? Ich würde mal einen Perception-Check machen, um zu gucken, oder ob ich vielleicht irgendwie rausfinden kann, was es ist. Okay. Warte mal, ich guck mal gerade, gibt's da wegen Favorite Terrain noch irgendwas? Thomas, so 19 reicht auch. Also, da brauchen wir gar nicht lang rum, oder? Du siehst tatsächlich nach einigen Schritten von der Seite her ein Hirschen. So Seitenansicht. Nee, normaler. Und der scheint dahin zu trotten. Abendessen. Oh, das ist kein gewöhnlicher Hirsch. Die kommen normalerweise nicht nah an Menschen ran. Ja. Ich denke, den letzten Hirsch, den wir gesehen haben, ignoriert ihn einfach, wenn Benjamin geht. Arendis, du kannst mir mal entweder einen Nature- oder Medicine-Check geben. Dann... Madison, da bin ich etwas besser. Bist. Genau, ein Punkt. Vor allem, war das gerade Absicht, dass ich mich unter einem Pilz verstecke? Das habe ich jetzt nicht so beschlossen, fertig. Du merkst, dass irgendwas an diesem Hirsch nicht normal ist. Der, sein ganzes Verhalten ist sehr atypisch. Mhm. Aber er scheint jetzt nicht irgendwie aggressiv zu sein. Nee. Na ja, gut, gebe ich dann mal weiter. Okay, also du sagst es denen jetzt dann einfach so? Oder? Ja genau, okay. Also irgendwie da ist ein Hirsch, aber irgendwas scheint mit dem nicht zu stimmen. Allerdings also, scheint er im Moment noch nicht aggressiv. Wer von euch hat alles Dark Vision? Alle? Wer hat nicht Dark Vision? Hallo? Benjamin, hast du Dark Vision? Ja. Ah, okay. Hm. Durch eine Rune oder? Ja. Okay, gut. Also jeder hat Dark Vision. Ich hab sogar Superior Dark Vision. Haben wir doch gerade gesagt. Ja. Bei mir ist null angekommen. Also entweder du hast erst gefragt, wer hat alles Dark Vision, haben wir gesagt jeder. Dann hast du gefragt, wer hat nicht Dark Vision, dann hat niemand geantwortet. Bei mir ist null von gar nichts angekommen. Bei mir habt ihr alle geschwiegen. Okay. Also ihr, durch dieses Geräusch, dreht sich dieser Hirsch so ein bisschen den Kopf zu euch und Aranis und der Rest von euch, ihr merkt, warum dieser Hirsch sich so komisch verhält. Als sich diese rechte Gesichtshälfte dieses Hirsch im Mondlicht spiegelt, seht ihr, dass die komplette rechte Seite dieses Hirschen komplett weggefault ist. Ihr seht Zähne, ihr seht bloße Knochen durch verfaulte Haut durchstechen. Und ihr seht auf der rechten Seite die Eingeweide raushängen. Ihr seid euch nicht einmal mehr sicher, wie dieser Hirsch überhaupt noch stehen kann. Also quasi Two-Face als Hirsch. Und, mein Gott, it's too dear. Und er gibt dieses leise, röchelnde von sich. Magst du das arme Tier nicht von seinem Elend erlösen? Ja, wäre, glaube ich, ganz sinnvoll. Es scheint euch wahrscheinlich auch nicht mal zu sehen, weil seine Augen komplett milchig weiß sind. Ja. Haben wir nicht so ein Tier schon mal getroffen, nur wo es schon tot war? Ja, da war es halt schon tot. Genau. Das ist angezählt. Also, ich denke, das arme Tier von seinem Elend zu erlösen, wäre jetzt angemessen. Genau. Also, du legst an, ziehst durch, puff, Blockschuss. Und mit dem letzten Röcheln, was fast schon ein bisschen erleichternd klingt, sinkt dieser Hirsch zu Boden und ihr hört ein nasses Flatsch, als er auf der rechten Seite seines Körpers aufschlägt. Mhm. Gut, ich komme wieder vor. Ich komme wieder unter meinem Pilz. Ich komme wieder unter meinem Pilz vor. Schütt das Feuer, wir müssen das verbrennen. Wir können das nicht einfach rumliegen lassen oder vergraben. Ausbreitet. Und Alberich fängt dann an, das Feuer ein bisschen hochzuziehen, dass man da quasi auch einen Hirsch wirklich drauf verbrennen könnte.
Okay. Das ist ja ekelhaft. Ja, ich gehe mal zu dem Hirsch hin, guck, dass ich nicht an, unbedingt an die verfaulten Stellen dran gehe und versuchen halt vielleicht ja, mit Benjamins Hilfe rüberzuziehen. Also an den. Dann beschreib mal, wie du es rüberziehst. Sind die Beine oder zumindest eine der Beine noch. Kann ich ihn darauf anweisen, dass er lieber das Geweih nehmen sollte? Weil das ist meistens nur irgendwelche Knochen und so Zeug. Das ist ja. Ja, gut, stimmt. Nachher habe ich noch sauber. So ein Stück Beine in der Hand. Okay. Dann gib mal einen Athletics-Check, wie es den Hirsch zum Feuer ziehst. Benjamin, hilfst du ihm eben? Benjamin, im einen Arm Klee, im anderen Arm bei Lea, schaut kurz. Ich mach schon. Na gut. Ich mach schon. Ich geh schon hin. Okay, also Aranis, du packst dieses Geweih, dieses Hirsch, ziehst an und mit einem ekelhaften Geräusch von reißenden, verfaulten Sehnen löst sich dieser ganze Kopf von den Schultern und du hast einen fauligen Hirschkopf in den Händen. Na gut, das wäre schon mal ein Anfang und ich schmeiß ihn aufs Feuer. Okay, also der platscht drauf aufs Feuer. Funken stauben auf und ja. Es spritzt ein bisschen von diesem Körperschlamm hin und her. Ist ja ekelhaft. Ja, das war der Kopf. Mhm. Und dann irgendwie mal irgendeine noch normale Hufe oder so hinzukriegen und den so ein bisschen wegzuschieben oder ziehen. Ja. Versuch's zu zweit. Zwei ja. Gleichzeitig. Also, wenn's vorsichtig seid, dann könntest du an die Hufen wegziehen. Ja, das würde ich machen wollen. Vorsichtig und dann zum Feuer zu schmeißen. Dann haben wir hin. Was möchtest du haben? Athletics. Jo. Kommt. 16. Okay, also ihr zieht zusammen so eine schleimige Spur voll fauligen Eingeweiden und Blut hinter euch her. Aber ihr schafft es, dass ihr das Ding halbwegs in einem Stück ab und zu bricht einmal eine Rippe raus. Aber so im Groben und Ganzen kommt es hin. Gut. Im Ganzen. Gut, und wenn sie das machen, wird Albrecht seine Zeit damit verbringen, das Feuer zu schüren und immer mal wieder Holz nachzulegen und wie so ein Blasebalg, das richtig schön hoch und heiß zu machen. Das ist auch richtig, dass alles zu Asche verbrennt. Also der Gestank, der von diesem Teil ausgeht, ist unbeschreiblich. Also ja. Albrecht, du hast in der Armee auf vieles gesehen. Du hast eiternde Wunden gesehen, du hast Mordenbefall gesehen, so ziemlich alles, was du dir vorstellen kannst und das Gegenteil davon. Aber der Gestank, was von diesem Teil ausgeht, ist unbeschreiblich. Boah, das ist widerlich. Ich hoffe nur, dass die Hexen Wort halten. Okay. Na gut. Dann dürfte... 1, 2, 3, 4, 5, wach. Oder... Ja, ne? Ich will wieder die letzte Wacht übernehmen. Okay. Alles klar. Ich würde dann auch sagen, dann Long Rest geht ohne größere Zwischenfälle von dann. Ihr hört immer mal wieder ein Heulen, so typische Geräusche des Waldes, was aber gleichzeitig es hört sich irgendwie nicht richtig an. Ihr könnt es nicht genau einen Finger drauflegen, aber es klingt banal, aber es irgendwas in diesem Wald läuft katastrophal schief. Fauliges Geheule. Irgendwie lustig. Benjamin, Recovers 46, Albrecht 16, Narapier 79. Ja. Ich war nur noch auf 9 HP und. Sag mal so, ich hab schlecht gewürfelt. Ja, ich weiß auch nicht, warum die Session irgendwie nur mit halber HP gestartet hab.
Keine Ahnung. Okay. Dann wäre tatsächlich ein frischer neuer Morgen. Es liegt leichter Nebel in der Luft. Und ihr seid nach diesem doch recht anstrengenden Encounter gestern ein bisschen gerädert, aber soweit wieder einsatzfähig. Sollen wir so mit seinem Morgensport während seiner Wacht fertig ist, greift er sich wieder Klee und Valea, weckt den Rest auf und macht sich an, wieder mit Flockenfuß weiter zu marschieren Richtung Hexenhaus. Wir können uns in der Zwischenzeit ja schon mal überlegen, bevor wir da ankamen, um was unsere zweite Frage sein soll. Mal kleine Frage, wer hat eigentlich die Rune eingepackt für euch? Oder nämlich keiner gesagt, ich packe die Rune in. Oder Edward oder ich, einer von uns beiden hat die. Ich hatte eigentlich gesagt, ich nehme die Rune mit. Okay, dann passt. Dann passt eh. Aber sagen wir so, ich hätte jetzt sowieso mitnehmen lassen. Weil das war ja euer Ziel. Ohne das wegzugehen wäre. Zweite Frage ist, genau, wir könnten. Gute Frage, was wir als zweite Frage verwenden. Wir haben ja jetzt 2 Wochen Zeit, uns drüber Gedanken zu machen als Spieler. Genau. Mit Blick auf die Zeit. Wir stellen die Frage, dass wir wissen, was wir fragen sollen. Also ihr steht dann auch nach einiger Zeit, sind wieder 1, 2, 3 Stunden vergangen, steht ihr wieder auf dieser Lichtung. Ihr könnt diesmal tatsächlich auch ohne Check über diesen Kreis treten. Ihr tretet zur Tür hin, klopft herein. Und an dieser Stelle machen wir Schluss für heute. Sehr schön. Tü-tü. Ich hoffe, es hat soweit gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tüdelü. Ja. Tschüss.